Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Little Big Workshop. Und ja, wir bauen gerade den Rollermotor für die Mozzarella und versuchen hier gerade unsere Halle um einiges sogar zu erweitern. Ja? Also wirklich um einiges. Das ist ja dann doppelt so groß, wenn es fertig ist irgendwann. Also es ist wirklich schon ein ordentliches Stück. Da können wir jetzt zum Beispiel diese fetten Maschinen hier reinbauen. Beziehungsweise unseren... Warte mal, ich sollte hier mal was reparieren, glaube ich. Unseren anderen Fuhrpark sollten wir auch mal ein bisschen reparieren. Mal gucken, welche sind denn das? 49%, ja. Die sollten wir mal reparieren. Da kommen irgendwie unsere Technikleute anscheinend gerade nicht hinterher. War hier nicht noch was kaputt? Nö, okay. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Ist das jetzt ein mega, mega, mega riesiger Raum? Nee. Okay. Also noch größer wie riesiger Raum wird's halt nicht, nee. Das ist aber ganz gut an sich. Nee, ich habe das Schild noch nie von hinten gesehen. Okay. Okay, sieht schon cool aus, ja. Aber ist auch schweineteuer, das Ding. Also langsam laufen sie auf 3 Sterne hier schon alle, ja? So langsam aber sicher. So, jetzt haben wir auch den hier frei. Unbekannt. Was sind das hier? Sind das Autos? Nee, das sind Flugzeuge, oder? Doch, das hier vorne sieht aus wie ein Propeller. Ja, doch, ich würde sagen, das sind Flugzeuge. Zwei haben gerade Langeweile, okay. Warum auch nicht? So, dieser Auftrag ist gleich fertig. Die Mini-Bots sind auch fertig. Ja, auf jeden Fall, unsere Leute haben noch einiges zu tun. Gucken, vielleicht kriegen wir auch noch das Level up in dieser Folge. So, liefern. Nice. Also, wir machen 1000 Dollar pro Stunde, ja. Okay, jetzt wieder 800. Okay. Können wir hier eigentlich noch später? Ja, jetzt geht es sogar noch weiter später. Okay, okay, okay. Also hier würde ich ja dann gerne den Pausenraum haben. Also hier so, ja. Ich muss mal gucken, wie ich das alles plane. Rein theoretisch wäre es ja hier hinten gar nicht mal so hässlich, hier hinten anzufangen. Weil hier geht es eh nicht weiter. Ja. Ja, wir haben unser Level up. Jetzt haben wir wieder 3 Punkte. Ne, 3 Punkte. Doch, würden uns auch schon weiterhelfen. Unerfahrenen Praktikanten wäre auch nicht verkehrt. Aber wir könnten unsere Angestellten-Obergrenze erhöhen. Machen wir auch. Wir holen es jetzt zu unserer Angestellten-Obergrenze, ja? So, pass auf. Ich würde schon gerne... Hier noch einen, da noch einen, da noch einen und da noch zwei. Also 1, 2, 3, 4, 5, ja? Ich denke mal so, damit können wir mal leben. 5 neue Angestellte. Alter, doch, das lange hier, bis dieser Raum fertig ist. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wo stellen wir diese Maschinen am besten hin? Wir könnten jetzt hier oben anfangen, wir könnten auch hier unten anfangen. Boah, ich müsste hier noch ein bisschen was umräumen. Oh, mal gucken, wie machen wir uns am schlauesten? Diese Maschinen sind halt schweineteuer und sehr groß. Hm. Ah, geht noch nicht, ne? Na klar, da stehen, keine Ahnung, gefühlt 10 Mann auf 1 Quadratmeter. Ja, düdüt. Wie machen wir's? Wir machen's, noch eine würde 29.000 kosten. Ach Mann, 29.000, das ist ja auch nicht gerade wenig. Und die Laune geht ja auch noch mal krass nach unten. Oh, warte.
Jetzt muss man das natürlich irgendwie noch schick machen. Wir brauchen auf jeden Fall Deko. Nur mal gucken, was für Deko. Pass auf, ich stelle die Deko erstmal hier hinten hin. Die müssen wir uns nur irgendwie neu anordnen, die Deko denn. So. Ich würde gerne noch... Einmal das hier brauchen wir. Ich stelle das jetzt echt nur erstmal hier hin. Nein, warte mal. Das war das kleine Regal, das will ich nicht. Hallo? Großes Regal. Ich würde gerne wieder zwei große Regale haben. Ist egal, wie rum die jetzt stehen. Müssen wir nur mal gucken. Ja, vier sind erstmal okay. Mehr können wir uns aktuell eh nicht leisten. 31.000, 35 haben wir. Ja gut, wir hätten aber hier noch einen kleinen Puffer, ja? Ja, ich bestelle das erstmal. Müssen wir nur gucken, dass wir das auch noch irgendwie hübsch anordnen. Kumpa, kumpa, kumpa. Also ich glaube, ich würde erstmal das hier an die Seite schuppen. Das war dafür, das war dafür. Die hier müssten quasi weg, ja. Erstmal. Da müssen wir auf jeden Fall uns auch nochmal einen Kopf machen. Wie wir das noch ein bisschen hübscher kriegen. Ja, komm erstmal hier an die Seite. Erstmal ein bisschen weg vom Schuss. So, mal gucken, wie passen die Regale von den Abmaßen dieser Maschine. Warte mal. Warte mal ganz kurz. Wo ist denn hier die Grenze von dieser Maschine? Da. Ein bisschen Platz würde ich schon gerne lassen. So. Bewegen. Rede ich mal. So. Ja. Bräuchte man hier natürlich noch eine Zone. Und das hier müsste auch nochmal bewegt werden. Was ich denn mit allen verbinde. Stellen wir den. Ja, stellen wir den so hin, würde ich sagen. Die Deko werde ich... Wenn man es mal symmetrisch haben will, ja. Könnten das natürlich so hinstellen. Wir sind gerade im Minus, okay. Der hier kommt auch erstmal an eine Seite. Dafür kommt denn der darüber. Bewegen. So, so schick. Ja, die Laune geht da unten. Habt euch mal nicht so, ihr müsst das aufbauen. wie viel sind wir jetzt im Minus? Das hier ist gleich fertig, das ist auch gleich fertig. Oh, warte, müssen wir schnell verkaufen. Fast nicht gesehen. So, pass auf, Zone müssen wir noch einrichten. Zack. Zack, zack, zack. Dann kriegst du hier eine Verbindung. Du kriegst eine Verbindung. Du und du. Ah? Gut, so, das hätten wir hier schon mal. Jetzt müssen wir das natürlich noch hübsch einordnen für unsere Sägeblätter. Okay, es gab wieder Geld. Sehr schön. Ist gerade so ruhig hier in dem Spiel. Warum ist denn das hier gerade so extrem ruhig? Ah, hier ist wieder Sound. Gibt es neue Aufträge? Hobbycar. Oh, ein Hoverboard. Nee, pass auf, wir lassen mal ganz kurz hier noch ein paar Aufträge abrattern nebenbei, ja? Ich würde, weil mir das relativ gut gefällt... Muss ich nochmal gucken. Okay.
würde gerne wissen, welcher der Tisch, nein. Ich würde nämlich gerne diese Tische, diese Schalttafel, meine Entschuldigung, würde ich schon gerne an den Maschinen lassen. Ja. Liefern. Zack. Großes Regal bestellt. Ja, erstmal schon. So, das hier muss ich nur noch umstellen. Zack. Zack. Ja. So, ich würde nämlich schon gerne die Schalttafeln wieder an den Maschinen haben. Ich glaube, das finde ich schöner. Na? Ich glaube, das finde ich doch ein bisschen angenehmer und schöner. So, wie machen wir das jetzt hier am besten? Warte mal, erstmal müsst ihr irgendwie an der Seite jetzt alle. Also wir müssen jetzt hier sehr viel umbauen, ja? Oh, weg damit. So, hier ist die Grenze. Ja, können wir so machen, glaube ich. So hin. Drehen. Zack. Zack. Und zack. So, jetzt hätten wir hier Viere. Da können wir auf jeden Fall nochmal welche ranpacken an den Seiten. Ja, doch, das, ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht ganz gut sogar. Deko-Artikel müssen wir auch alles später noch machen, glaube ich. Was war das hier gerade für ein fettes Geräusch? Ich habe gerade keine Ahnung. Weißt du, wir machen Minus? Haben die. Jetzt haben gerade zu viele Leute Langeweile, ja? Pass auf, denn. Plan erstellen, Hoverboard. Okay, ich will jetzt ein Hoverboard haben. Okay, hier müssen wir sehen. Hier können wir gleich unsere neue Maschine ausprobieren. Und hier genauso. Okay, ist ein relativ easy Bauplan, oder? Ja, ich glaube, das geht sogar von der Optik halt her, ja? So, pass auf. Einmal flupp. Einmal flupp. Und du. Warte mal, hier müsste der Schaltschrank noch hier irgendwo sein. Genau. Holzbiegen, zack. Und das hier machen wir. Ja, ich würde sagen, hier unten wieder. Go. Habt doch wenigstens was zu tun. Zu viele Leute, die gerade echt Langeweile haben. Wenn man hier ganz dolle schwer arbeitet an dieser Maschine, dann kriegt man natürlich auch einen Wasserspender. Genauso wie hier. Das können wir sogar später, glaube ich, lassen. Zack. So. Sieht das gar nicht mal so hässlich aus. Doch, eigentlich gefällt mir das so relativ gut schon. Also kann man auf jeden Fall so lassen, glaube ich. Hier müssen halt noch mehr kommen, ja. So. Das ist auch fertig, das kann geliefert werden. Dann kommt noch der Kastenbot und das Hoverboard, ja? Hier ist das Bienen, ja. Okay. Jetzt haben schon wieder einen Haufen Leute Langeweile. Okay. Wir brauchen schon wieder einen neuen Auftrag. Ja komm, baut mir einfach nochmal einen Bobbycar. Wir müssen sowieso noch die Kundenbeziehung da voll hochpushen. Aktuell. So, und den Turbo-Boost können wir nochmal aktivieren. Attacke! So, jetzt muss ich nur gucken, nicht, dass wir schon wieder von der Zeit her voll überziehen von der Folgenlänge. Ja, hier bräuchten wir noch ein paar Maschinen, glaube ich, mehr, oder? Guck mal, was das für Riesenplatten sind. Sind das hier die Düsen? Na klar, das sind die Düsen dafür. So, und dann kommen die, glaube ich, hier hinten hin. Ah, noch bauen sie den Roboter. Okay, alles klar. Hier wird jetzt der Roboter zusammengebastelt. Oder der Kastenbot, besser gesagt, ja. So, wir haben jetzt schon wieder 30.000. Das finde ich gut. Ist jetzt die Frage... Ja, ich glaube, vier Maschinen reichen erstmal, oder? Das hier, wie groß sind denn... Okay, diesen smart. Und du? Du bist der Mittelding. Telefon klingelt schon wieder. Einen schönen guten Tag. Ich hätte hier eine neue Stuhlkollektion hergestellt. Geteilt. Designerstuhl. Nee, danke. Erstmal nicht. Nein, danke. Erstmal nicht. Ich versuche jetzt ja gerade aktuell die Hallen ein bisschen schick zu machen.
Oder jedenfalls allgemein, ne? Das ja alles schick zu machen. Ich bin auch echt am Überlegen, ob wir uns gleich schon dieses Grundstück hier kaufen. Dann haben wir hier komplett eine Riesenhalle zu verbauen. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. So. Und jetzt machen wir hier raus eine Riesenhalle. Ja, wir könnten sogar sagen, wir bauen hier noch eine Tür rein, was später nochmal hier in diesen Pausenraum reingeht. Geht gerade nicht. Okay. Blockiert, weil die Tür nicht groß genug werden kann. Okay, okay. Das verstehe ich. Achso, aktuell Pausenraum. So, mal gucken. Jetzt haben wir 5 neue Kollegen. Ob die... Okay, der Pausenraum ist aktuell voll. Welcher ist denn das? Das ist der hier oben. Okay, okay, okay. Von hier unten, hier wird gerade relativ viel Kaffee. Wir müssen mal den Kaffee beobachten. Wir müssen mal echt den Kaffee beobachten. Ein Hoverboard ist fertig. Da ist es. Ja, das schwebt auch. Nice. Finde ich sehr schick. Hier ist das zweite. Haben eigentlich die neuen Mitarbeiter schon Level? Nee. Lisa Keller, Sven Kraus, Dieter Lange, Selva Werner. Passt irgendwie überhaupt nicht zu Werner, oder? Okay. Corinna Schulz. Okay, okay, okay. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall einen Haufen Geld verdienen. Wenn ich das jetzt bis hier hinten noch ranziehe, ja, das wird schon... Das wird schon ziemlich krass, muss ich sagen. Aber gut, das könnte echt eine richtig böse Halle werden hier, ja? Und was wir auch noch machen könnten, wenn man das jetzt mal so im Grundstück anguckt, wenn wir jetzt hier die Halle komplett durchziehen, ja, also wirklich eine riesen Halle, hier könnte man rein theoretisch alles, was mit Holz zu tun, nee, oder mit Metall zu tun hat, weiß ich gar nicht, wie wir es am besten machen, oder kunterbunt, könnte man auf jeden Fall hier den Pausenraum noch vergrößern, bis vielleicht sogar bis diese Ecke, ja? Und hier könnte man doch mal... Hier könnte man vielleicht sogar noch mal eine Lagerfläche oder sowas machen. So für den, für den Import. Ey, fertig. Ey, lässt sich sogar... echt gut verkaufen. So, zack. Kann abgeholt werden. Kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Was macht man jetzt zuerst? Ich glaube, wir bauen zuallererst diese riesengroße Halle, oder? Okay, die Aufträge sind gleich fertig. Das heißt, wir können gleich wieder einen neuen Auftrag annehmen, bevor die wieder zu viel Langeweile kriegen, weil die Hoverboards sind gleich fertig. Das andere ist gleich fertig. Hier, die hier zum Beispiel. Könnten wir jetzt schon mal einen Plan erstellen und könnten wir auch schon wieder Go machen. Die Mini-Bots. Die Hoverbots, die sind cool. Die Hoverbots sind echt cool. So, Hoverbots und Bobby Car. Ja. Das ist so einmal so ein Relikt aus der Vergangenheit. Und ein Hoverboard so das Neue, ja? Das, was noch Zukunft ist. Obwohl, warte mal, gibt es schon Hoverboards? Ja, der ein oder andere Technikfreak hat bestimmt schon sowas, was denn quasi so mit Wasser betrieben wird oder sowas, ja? Da gibt es auch schon seine Anzüge, die dann quasi mit Wasserdruck arbeiten. So, Bobby Car ist auch gleich fertig. Hier gibt es auch gleich wieder Geld. Nice. Warum fahren die damit nicht? Die könnten auch damit fahren. Kompa, kompa, kompa. So, 33.000 haben wir wieder. Ach, soll ich einfach mal spaßeshalber gucken, wie teuer die Halle werden würde?
Nur mal so spaßeshalber. Oh, was man hier alles reinbauen könnte. Wir könnten die gesamte Anlage da reinpacken. Oh, warte. Oder? Warte mal, der Auftrag ist ja auch gleich fertig. Wir könnten uns das große Grundstück kaufen. Ja. Für den Pauseraum. Und hier würde ich wirklich gerne die Tür reinbauen. Bestellen. So, aber auch nur, weil dieser Auftrag hier gleich fertig ist, ja? Darum mache ich das gerade. Ansonsten wäre es nämlich auch relativ eng mit dem Geld und ich will eigentlich auch gar nicht mehr so auf ganz knapp arbeiten. Aber ich will diesen Pausenraum gerne größer haben, weil ich sehe, dass unser Kaffee so ganz langsam, aber beständig nach unten geht. Und das gefällt mir nicht. Da will ich jetzt schon, lieber jetzt schon entgegenarbeiten, als, ja, wenn es zu spät ist, ja? Lieber jetzt als später. So, jetzt muss ich nur warten, bis der Bobbycar fertig ist. Und den hier werde ich wohl eher nicht machen. Kinggrill. Mit dem Kinggrill habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel das Bobbycar an Profit gebracht hat. Weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich will den Pausenraum auf jeden Fall jetzt richtig schick machen. Der wird auch bis hier vorne hingehen, bis auf diese Kante. Ja, das wird ein richtig schöner, großer Pausenraum. Den werde ich wahrscheinlich nicht synchron mit diesen hier bauen können. Ich glaube, das wird wohl nicht funktionieren. Ist das schon wieder so ruhig, das Spiel? Gumpa. So, auch von der Zeit her passt ganz gut. Ja, dann machen wir jetzt den Bobbycar-Auftrag auf jeden Fall noch fertig. Und dann muss ich schon wieder aufhören. Dann war's das mit dieser Aufnahmerunde erstmal. Gut, Bobbycar, werd bitte fertig. Danke. So, mal gucken, wie viel Geld uns das gebracht haben. Ich werde jetzt noch nicht den Pausenraum anfangen, obwohl wir es eigentlich schon fast müssten. Wir werden aber mit diesem Geld einen neuen Auftrag ranholen. Achso, übrigens, die sind schon wieder neu. Ja, genau, diese Aufträge meine ich. Die machen wir gleich. Der Minibot ist ja auch gleich durch, sag ich mal. Oder bald durch. In der nächsten Folge definitiv. Jetzt brauchen wir nur gerade kurz Geld. Dankeschön. Können wir auf jeden Fall wieder Hoverboard machen. Ja, go. Und die Tische. Na, so, jetzt haben wir immer ein paar Aufträge. Guti. Mit dem Restgeld. Ja, der Restgeld ist Puffer, ja. Bisschen Auftrag wieder fertig ist. So, gut, alles klar. Das haben wir. Damit kann ich auch erstmal ganz gut eine kleine Pause einlegen. Mit diesem aktuellen Spielstand. Und, das hier gefällt mir noch nicht, dass wir hier 100 Minus haben. Warum? Weil die Materialien noch nicht da sind und die Arbeiter noch nicht loslegen können? Oder warum? Sterne haben die auch noch nicht, das heißt, ich kann die auch noch nicht ausbilden oder spezialisieren. Okay, jetzt geht's wieder nach oben, ja. Judy, dann bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmerunde wieder. Ich muss jetzt leider aufhören, ich werde aber, denke ich mal, morgen wieder anfangen mit aufnehmen, damit ich jetzt gar nicht wieder so großartig in Verzug komme. Und ja, gut, Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss!